Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358 und einen halben Tag, Tag 95, Niemande. Ich glaube, ich habe schon mit allen gesprochen und mich schon ausgerüstet. Sieht ganz danach aus. Helmut, ne? Fähigkeit war Defender-Schild, okay. Dann habe ich es tatsächlich schon getan. Und ich weiß nicht, ob ich das onscreen oder offscreen gesagt habe, nämlich Xalin sagte, wir sollten Herausforderung Mission 16 machen. Das war die mit dem Feuerpflanz besiegen. Aber ich habe die nicht in Herausforderung. Und da war auch kein Emblem an der Mission, die ich einsammeln konnte. Noch. Eine Holo-Mission. Ja. Kennen wir schon sechs. Und anscheinend wäre meine Theorie jetzt Bonus abzuschließen, um das dann freizuschalten, worauf ich aber keinen Bock habe, wenn man jede Pflanze in der Kette erledigen muss, was für mich mit hunderten von Versuchen möglich ist. Und ich sehe gerade bei der Aufnahme, müsstet ihr oben noch File und View und so weiter sehen. Ach du Scheiße, ich hatte glaube ich noch einen anderen Emulator vorher bei The World Ends With You. Also würde ich sagen, wir sehen uns gleich mal kurz wieder. So, jetzt ohne diesen File View Options Other, No GBR und so weiter. Ja, den Satz erstmal zu Ende bringen, den ich eben angefangen hatte. Nämlich, man muss jede Feuerpflanze in einer Kette besiegen, was für mich sehr schwer ist, da ich dann persönlich einen Versuch habe, die Kette aufrechtzuerhalten an der Stelle, wo man dahin muss, wo man eigentlich nur mit den Kisten hoch kann, die aber nicht vorhanden sind. Und mit der Luftgrätsche, das ist eigentlich nicht unmöglich, aber ich habe nur einen Versuch in der Zeit. Und dann ist es schon besser, das mit Fliegen zu machen, so jetzt. Aber sammle Herzen, sie haben später Heilbroschen. Fähigkeiteneinheit, ja, ja! Dann werde ich endlich wieder ein Dreier. Also ein Schlüsselschwert mit zwei extra Slots. So. Besiege Herzlose und sammle Herzen. Moment. Zellenmod, das kennen wir doch schon. Ah, stimmt. Das hatte ich ja nun schon benutzt gehabt. Was mit den Y und so. Meine Güte. Wie vergesslich ich schon bin. Das ist nur ein Wochenende her. Meine Güte. Oh, das ist nicht wahr. Und bis jetzt noch keine Herzlose. Denn dann kommt vielleicht wieder eine Horde. So. Schön draufbleiben. Ich will die Kiste. Hier irgendein Herzloser? Hier ein Herzloser? Nein! Warum müssen sie auch immer nicht an dieser Stelle sein? Und jetzt kommt eine Sequenz und wir landen auf einmal wieder unten. Schade. Hab ich gerade richtig gesehen? Habe ich das gerade richtig mitbekommen? Die sind weg. Jetzt schon. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Geht ein bisschen zu schnell, finde ich. Okay. Das ist schnell. Naja, liegt unter anderem auch an der Magie, die benutzt wird, aber meine Güte, ist ja schnell. Nein, die Kette ist weg. Nein, ich werde dich nicht besiegen, weil ich die Kiste erstmal hole. Kisten sind wichtig. Och nö, nicht euer. Mach die Kiste auf! Nicht euer Ernst, wollte ich sagen, weil oh, wie ich das jetzt noch verpasse. Geht doch. Oh, ja, gut. Da ist noch einer, wieso kannst du ihn nicht? Meine Güte. So, und jetzt muss ich rüber zur Kiste. Und ich hoffe, diesen Sprung bekomme ich jetzt hin. Das muss man denn nämlich mit einem Versuch schaffen. Und zwar ohne diese drei Kisten, die mich jetzt gerade gerettet haben. Ohne diese Kisten muss man das schaffen. Ach ja. Wie nett das Spiel zu mir ist. Die Kette auch. Das Schwert auch. Alles. So, hier ist niemand. Dann war hier unten doch noch was. Ja. Kann es sein, dass ich wirklich nur auf Angriffskraft gerade geskillt bin durch dieses Schwert? Das geht mir ehrlich viel zu schnell. Aber umso besser, muss ich mich nicht so sehr hier mit irgendwas abgeben. Lang und so. Ich hoffe, wir schaffen alles.
Ach, nicht du! Nein! Wo bist du? Wo bist du? Dich will ich nicht... Dahinter bist du. Ach, meine Güte. Meine Fresse. Musst du auch dabei sein. Alter. Hallo. Ich will doch nur dich mal treffen. Nein, nein, weg, weg. Alter Schwede. Hörst du wohl auf, immer wieder wegzugehen, wenn ich zu dir hin will? Vielen Dank. Nicht dein Ernst, du hast den Buch schon wieder? Alter, dann lass das Buch sein. Kann es sein, dass du dich jetzt hier auf einmal sehr viel schneller regenerieren kannst? Ich meine das ernst. Zum Glück brennst du und sie hilft mit... Oh, danke für die Heilung. Weil sie... hat sehr gute magische Werte. Und ich jetzt gerade... Weg hier! Oder auch nicht. So, jetzt. Rauf da! Feuer! Oh oh, stimmt ja. Er macht ja dann immer so eine Drehattacke und springt dann. Das ist schön, dass ich dann noch erwischt werde. Komm, fall hin. Jetzt. Feuer. Feuer. Weg. Kiste öffnen. Und ich werde doch noch getroffen. Meine Güte. Eisrezept. Cool. So, du stürzt jetzt. Vielen Dank. Was? Hätte ich die in der Kette besiegen müssen? Oder gibt's hier noch Herzlose? Kommt schon, gib mir Herzlose! Bitte! Das kann doch wohl nicht angehen. Letzte Kiste. Ja, das sind zwei Potionsfelder und ich gehe natürlich zur untere, weil die natürlich besser ist als die Potion da drüber. Und komm, gib mir Herzlose. Mann. Hätte ich ehrlich irgendwelche noch in der Kette besiegen müssen? Nein. Komm, bitte reich aus. Bitte reich aus. Nein. Bitte sei hier noch irgendwo ein Herzloser. Bitte. Würde mir sehr helfen. Im Spiel würde es mir sehr entgegenkommen. So, hier oben ist keiner. Schade. Wäre noch so eine schöne Idee gewesen. Aber warum da jetzt auf einmal noch eine Blume war, habe ich keine Ahnung. Ich bin da schon lang gegangen. Hier ist keine Blume. Ja, komm. Wenn ich jetzt Millimeter noch brauche, dann rege ich mich auf. Aber nein, es ist genau perfekt. Also nehmen wir noch die Tal auf. Und renn zum ZZS. Ich nenne dieses schwarze Dings einfach ZZS. Weil man damit so zum Schloss geht. So, ja, wir wollen zurück. Und niemande. Irgendwas müssen wir darüber doch jetzt erfahren. Komm, Axel wartet. Okay. Ja, Axel wartet. Wann warten wir mal auf Axel? Tja, das sehen wir, wenn diese Sequenz anfängt und wir alleine dastehen. Wieder ein erfolgreicher Tag. Nick. Na klar. Wo haben Sie dich hingeschickt, Exe? Dahin, wo ihr gestern wart. Das Schloss? Meinst du das Schloss mit dem sprechenden Kerzenständer? Jo. Genau, ich sollte mich etwas umsehen. Und ihr? Moment, haben wir uns nicht umgesehen? Wozu musstest du dich dann umsehen? Ja. Herzen sammeln in Agrabah. So wie immer. Das so wie immer passt nicht wirklich. Ihr werdet langsam ein richtig gutes Team, was? Naja, geht. Ich weiß aber nicht, wie lange wir die anderen noch an der Nase herumführen können. Ach, wird schon. Entspann dich. Wir kommen schon klar. Ich kann nicht lesen, ey. Seid ihr da nicht so sicher? Die sind nicht blöd. Wir können nur die Daumen drücken. Sykes und Zigba sind vielleicht schwer zu überlisten, aber komm schon, Demix? Ha, ist der mal sowas sagt? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Autsch, Roxas, das war jetzt aber nicht nett.
aber sieh ihn dir doch an. Hey, nichts gegen Demyx. Demyx ist ein toller Charakter. Er macht die ganze Zeit nichts anderes als Sita spielen. Immerhin Musik, besser als Laxane, die nur rumnörgelt. Ja. Du zollst ihm zu wenig Respekt. Er arbeitet genauso hart wie wir. Ja, das tut er. Nebenbei. Irgendwann, vielleicht. Okay, macht er nicht. Oder auch nicht. Aber er hat bestimmt eine Aufgabe. Uns Musik vorzuspielen, damit wir besser sind und so. Weil zum Beispiel die Musik, die wir gerade hören, die spielt er gerade auf seine Sita, obwohl das nicht möglich ist. Ich habe ihn nur, ihn und seine Sita schon im Einsatz gesehen. Echt? Und was hat er getan? Das gleiche wie du. Er erledigt Herzlose, macht Aufklärungsarbeit. Ich weiß nicht, ob man Demyx hier überhaupt selbst mal in Action sieht. Ich glaube nicht. Ach, man kann ihn ja selbst in Action spielen, also. Naja. Aber er sagt von sich selbst, er wäre für den Kampf, nicht für den Kampf geschaffen. Jedes Mitglied der Organisation verfügt über eine spezielle Fähigkeit. Ja, das tut sie. Das stimmt. Jeder ist einzigartig. Auch niemande? Braucht man nicht ein Herz, um einzigartig zu sein? Wenn man so besieht, dass ihr Lebewesen seid, die eigentlich nicht existieren dürfen, seid ihr deswegen eigentlich schon einzigartig? Und dann noch jeder Einzigartige unter sich noch einzigartig ist, kommt schon, ihr wisst, was ich meine, ich muss das doch jetzt nicht vertiefen, oder? Wäre unnötig. Oh, ich glaube, uns zeichnen andere Dinge aus. Und die wären... Wie unsere Vergangenheit. Oha. Welche Vergangenheit? Kannst du dich erinnern? Das ist eine der Besonderheiten an den Mitgliedern der Organisation. Im Gegensatz zu geringer Niemanden können wir uns daran erinnern, wer wir einmal waren. Ich glaube nicht, dass die zwei das tun, oder? Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Oh, Einzigartigen unter Einzigartigen, die einzigartig sind. Tja, dann ist das vielleicht das, was euch einzigartig macht, unter Einzigartigen, die einzigartig sind. Wie auch immer. Wie warst du so, als du noch kein Niemand warst? Im Prinzip ist er ja ein anderer, aber naja. Ich? Oh, keine Ahnung. Im Großen und Ganzen, genauso wie jetzt. Ja, so in etwa. Glückspilz. Ich wünschte, ich könnte mich erinnern. Fragt die Person in Rot. Glaub mir, du versäumst nicht viel. Wer braucht schon überschüssigen Ballast? Die den überschüssigen Ballast nicht als überschüssigen Ballast sehen, sondern als wichtige Information, um besser leben zu können. Mein Gott. Ja, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Nicht einmal an meine ersten Worte als Niemand. Mann, oh Mann. Du hast sogar Probleme, dich an Sachen von 5 Sekunden zu erinnern. Oh, vielen Dank. Und, wie schmeckt das Meersalzeis? Süß, aber auch salzig. Hast du schon mal gesagt? Oder wie war die Szene? Ich bin wie du, Roxas. Ich kann mich auch an kaum was erinnern. Etwas, aber auch egal. Nein. Ihr beide habt viel gemeinsam. Mehr als ihr gerade glaubt zu wissen. Wie ich wohl früher mal war. Aber ich spoiler ja nichts. Nö. Nicht viel, nur wenig. Gar nichts. Ja. Kommt die Person jetzt? Und kommt sie? Ja. Namine und die internationale Zerstörung. Die sehen wir mal kurz vor einem Gebäude, was wir kennen sollten. Wenn nicht, dann geht nach Twilight Town in den Wald und dann müsst ihr jetzt wissen, was ich meine. Fragezeichen.
Ach, Herausforderung. Ja, Fähigkeiten, Fähigkeiten, Fähigkeiten. Cool, und Stufe ab. Mist, was nehme ich jetzt wieder raus? Shions Schlüsselschwert, Tag 96. Aber morgen, weil... Morgen, ja morgen. Weil ich jetzt einfach was ausrüsten tue und noch reden tue und was weiß ich. Hey, Roxas. Was gibt's? Morgen, Shion. Bereit für einen neuen Tag? Klaro. Und laut Überschrift bekommt ihr jetzt Schlüsselschwert wieder. Aber was lese ich da schon? Shion, Roxas. Heute müsst ihr auf getrennte Missionen gehen. Was? Wieso? Es sind zwei große Herzen in zwei unterschiedlichen Welten aufgetaucht. Können wir die nicht beide an einem Tag erledigen? Roxas, du nimmst das Schloss des Beasts. Beastes. Shion, du gehst nach Agrabah. Aber wie kann... Schon gut. Mein Bein ist drauf. Oh. Hui, du schickst Roxas zum Schloss des Beastes? Ich weiß ja nicht. Hexe, hilf uns! Wieso, da war ich doch schon sowieso mal. Ich war gestern dort, weißt du noch? Ich habe den Herzlosen gesehen, den du meinst. Du kannst Roxas nicht gegen das Ding kämpfen lassen. Nicht alleine. Wenn ich sie beide schicke, wer kümmert sich dann um den Herzlosen in Agrabah? Ich! Ich? Mein Gott, wieso muss ich wiederholen? Du? Klar, ich bin schon groß. Aber du kannst keine Herzen sammeln. Und ich passe auf, dass er der Herzlose keinen Ärger macht und sie kümmern sich später um ihn. Ist das okay, Sykes? Okay, aber heute ist euer letzter Tag. Ab morgen geht ihr allein auf Mission. Okay. Hauptsache heute noch. Denn laut Überschrift wird sowieso alles gut. Neuer Eintrag ins Tagebuch, aber zuerst... Schlüsselschwert raus. Einmal Eis muss raus. Einmal Stufe kommt rein. Alles um 1, bis auf die HP, die steigen um 3. Gut, dann wo Schwert... Wildnismod wollte ich? Ich wollte Wildnismod, oder? War das jetzt das Wildnismod oder war das das Kronemod? Kronemod war... Das, was Magie und... Ich glaube, nee, das war das Wildnismod, das weiß ich. Ja, keine Magie, so war das. Und dann Fähigkeiteneinheit, dann mal gucken. Offensivblock. Und dann bekommen wir... Defender-Schild! Also beides, was wir eben eigentlich mit dem anderen Schwert eben hätten machen können. So, by the way, gibt es drei Fähigkeiten Einheit und ich hatte bis jetzt, glaube ich, immer nur zwei gehabt. Das heißt, das hätte mir auch gefehlt. Oh, stimmt, Feueramulett. Was habe ich jetzt? LP plus 20, Abwehrkraft plus 8. Hier ist Abwehrkraft und Feuerresistenz und Magieschutz. Das wäre theoretisch besser, aber Leben? Leben ist wichtig. Ich habe gerade nur 118. Holla, das ist wenig. Gut, dann speichere ich sicherheitshalber mal. Nicht, dass die Raum wieder irgendwie abkackt, wenn ich gerade im Mogri-Laden bin, wo ich gerade gleich hin will. So, Mogri, hast du was zu sagen? By the way, ich glaube, das habe ich letztes Mal nicht erwähnt. Wir können neue Sachen kaufen, wenn wir einen neuen Rang erreicht haben. Und warum gucke ich dann hier noch nach, wenn es nicht so ist? Eis. Herstellen, bitte. Ich meine, das sollte man sowieso immer machen, wenn man die ganzen Rezepte hat. Es sei denn, man hat genug von denen. Denn es kostet ja sowieso noch Geld. Aber Eis habe ich ja einmal jetzt gemacht, weil ich vorher, glaube ich, schon einmal gemacht habe. Wenn nicht, dann war das nicht sehr schlau. Eintauschen brauche ich nicht. Habe ich ja immer noch nicht offscreen erledigt. Nein, nicht XY. Wo stand jetzt da? Wir sind nur Witze. Novice. Und wenn wir dann einen neuen Rang erhalten, können wir neue Sachen kaufen. Eigentlich unlogisch, weil er sie theoretisch sowieso haben müsste. Er kann ja nicht immer die neuen Sachen haben, wenn wir gerade einen neuen Rang erreichen, aber naja. Ich weiß ja nicht. Ach, wird schon. Vertrau mir, ich kann in die Zukunft sehen. Ich bin bei meiner letzten Mission an jede Menge Lufttech gekommen. Bring mir einen Mondstein und wir können tauschen. Hab ich einen Mondstein? Ey! Weh, man kann jetzt nicht mehr auf Ja klicken. Ja.
Gut, hier. Lufttech! Moment, wie viele Mondsteine habe ich eigentlich? Können wir das sehen? Ja. Donnersplitter immer noch neu. Hatte ich das nicht schon abgegrast? Mondstein? Ach, da unten 30. Ja, habe ich genug. Also, warum nicht? Warum brauchtest du unbedingt so einen Mondstein? So weit, so gut. Eins nach dem anderen, oder? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Moment, nein, gar nicht wahr. Gar nicht wahr, nein, nein. Es gibt ja noch einen Tagebucheintrag. Wenn wir schon Zeit haben, Tag 95, meine Vergangenheit. Ich war heute mit Shion in Agrabah. Wir sind ein richtig gutes Team geworden. Danach haben wir uns mit Axel über uns und die anderen Niemande unterhalten. Die in der Organisation sind stark genug, ihr Gedächtnis zu behalten. Aber Shion und ich können uns an unsere Vergangenheit... können uns nicht an unsere Vergangenheit erinnern. Wie war ich früher? Gute Frage, gute Frage. Komisch, dass du dich eigentlich nicht gefragt hast, sind wir dann schwach oder so? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.